shut up and sit down. Was geht ab, Freunde der gepflegten Videospielkunst, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Harlequiz, und dieses Mal mit Raid Shadow Legends. Eigentlich wollte ich meine Shards aufbewahren, weil demnächst ist ja ein Fusion-Event und ich wollte meine Shards aufbewahren für diesen Fusion, und dann hat Plarium einfach mal entschieden, weißt du was, wir machen mal was komplett Neues. Und wenn ihr es schafft, einen Legendary in einem Incident Chart, also in einem blauen Chart zu pullen, bekommt ihr einen zweiten Legend gratis. Und ja, also Ed kribbelt, und ich denke, so schnell kommt diese Chance nicht wieder. Ich meine, in meinem Pity-System sollte noch ein bisschen Platz sein, dass ich eventuell schaffe, einen Legendary zu ziehen. Und da nehme ich natürlich auch gerne einen zweiten gratis mit. Das Problem ist halt folgendes. Es ist ein 10-Times-Event. Das heißt, die Werte bleiben gleich. Also man hat weiterhin nur die 0,5% einen legendären zu ziehen aus einem Endcent-Chart. Aber die Sache ist, die Champions, die möglich sind, das heißt, du ziehst einen legendären und du hast eine zehnfache Chance, oder auch bei den epischen, eine zehnfache Chance, dass dieser Champ dann gezogen wird. Das heißt, sagen wir mal, wir ziehen Legendary, haben wir eine zehnfache Chance, dass es einer von diesen ist. Und die Champs, die hier sind, allererste Sahne. Also sowohl die legendären als auch die Rares, top. Also wirklich top. Die Ausnahmen bilden natürlich die Voids. Das heißt, man hat eine 10-Time Chance auf Void Champions, die dann speziell auf diese Gruppe sind, und halt diese zusätzliche 10% auch auf die legendären Shards. Ich möchte die aber jetzt nicht verballern. Also ihn lege ich nicht drauf an. Ihn habe ich, sie habe ich nicht. Ich habe aber im Vergleich Champions, die sie durchaus ersetzen. Das heißt, wenn ich sie ziehen würde, wäre gut. Aber ich würde sie, glaube ich, gar nicht einsetzen. Deswegen brauche ich diese Void-Chance nicht. Bei den Epischen ist es halt so, Doom Priest und Vrask sind absolut Top-Heiler. Vrask halt eher so bis zum Mid-Game. Also gerade wenn man den am Start als einer der Ersten zieht, kann der dich auf jeden Fall carryen bis ins Midgame. Einer der wirklich sehr, sehr guten Healer im Spiel. Doom Priest darüber hinaus, von Start bis Endgame, mitunter einer der besten Heil-Champions. Zudem mit der Fähigkeit, dass er in jeder Runde einen zufälligen, oder sie einen zufälligen Buff vom Gegner stiehlt und dabei zusätzlich heilt. Ja, macht sie einfach grandios, gerade im Doom Tower, wo die nun mit Buffs um sich schmeißen, natürlich perfekt. Und von den legendären, ich meine, guckt euch das Setup an. Also Martyr habe ich, die habe ich auch im Midgame bekommen, und ich habe die quasi in jedem Team für alles Mögliche, ob es Arena ist, ob es Dungeons ist, ob es Doom Tower ist. Sie ist mein Go-To. Und die anderen habe ich nicht, und das sind alles Top Rares. Ne, mitunter einer der schwersten Hitter und besten Damage-Dealer mit Altan. Septimus ebenfalls das gleiche, ein absoluter Hard-Hitter, und sowas würde mir definitiv fehlen. Bad L, also Anfang letzten Jahres war er noch das Nonplusultra, was Schaden und Heilung angeht. Absolut genialer und wenn nicht mitunter einer der besten Support-Champions. Dadurch, dass natürlich im Laufe des Jahres halt immer mehr neue Champions dazugekommen sind, hat er ein bisschen an Wert verloren. Nichtsdestotrotz für jedes Team definitiv eine Bereicherung. Und ja, wie gesagt, es kribbelt einfach zu sehr, gerade weil die Legendären einfach top sind. Ich kaufe aber nichts. Also ich habe meine Diamanten jetzt noch draufpacken. Ich werde aber jetzt kein Geld dafür ausgeben, um mir da jetzt irgendwelche Shards zu kaufen. Das mache ich ja grundsätzlich sehr, 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 sehr selten.
Wie gesagt, ich guck mal, 900, ja gut, das passt nicht. Eventuell kann ich mir mal noch so ein kleines Pack holen, um ja, die Zahl gerade zu machen. Und das war's. Was mich natürlich auch ein bisschen stört, ist, ich habe ja Hell Hades zugeschaut, wie er quasi 120 Shards aufgemacht hat und erst dann einen legendären gezogen hat. Und er hat halt viel Geld dafür investiert. Von daher weiß ich nicht, wie groß meine Chance ist bei 60. Aber wir versuchen es einfach mal. Let's go. Also ich muss erstmal Platz machen. Na gut, machen wir erstmal Platz. Ich brauche ja. Weil ich hatte natürlich auch schon angefangen, ein bisschen Food vorzubereiten und habe schon mal auch ein paar Zweier gesammelt. Aber ja, die verbraten wir jetzt mal eben. Auch so eine Sache, wo ich mir wünsche, dass sie das ändern, dass du wirklich so viele einsetzen kannst, wie du willst und nicht jedes Mal auf 6 beschränkt bist. Dann wieder neu, dann wieder Animation, dann wieder 6 auswählen. Das ist ein bisschen annoying. Aber ich bin halt guter Dinge. Plarium nimmt sich wirklich Kritik jetzt auch immer mehr zu Herzen. Und du hast halt jetzt auch öfter, dass sie auf das Community Feedback hören. Und das ist mitunter einer der Dinge, was halt gerne häufig erwähnt wird. Und ich denke, dass so nach und nach auch diese Quality of Life Improvements, wie man so schön sagt, immer mehr werden und ja, auch dazu bewegen, dass man nicht mehr den ganzen Tag benötigt. Oder zumindest 7 Stunden, um seine Standardaufgaben alle zu erledigen. Ich hoffe wirklich, dass das da mal in eine Richtung geht, dass gerade wenn du zum Beispiel schon Dungeons abgeschlossen hast mit 3 Sternen, nicht jeden Dungeon immer wieder neu machen musst, sondern wirklich dann auch ja, das einfach überspringen kannst mit Auto abschließen, ja, natürlich mit Energiekosten dann. Aber wir werden sehen. So, ich habe jetzt ein bisschen Platz gemacht. Sollte reichen für die 60 Champions. Let's go. Doompriest. Geht schon gut los. Bin ich nicht unhappy drüber, weil Doompriest habe ich noch nicht. Und wie gesagt, absolut grandioser Champ. Wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis ich den aufgebaut oder aufbauen werde, weil ich noch ein paar andere in der Pipeline habe. Aber ja, bin ich happy drüber. Ja, ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Eigentlich ist sie crap. Ne, allein schon die Standardwerte sind halt unter aller Sau. Ne, Attack, Death, HP, Mediocre, Speed. Block Cooldown ist natürlich ziemlich nice. Reflect Damage hat einen Nerf bekommen vor einiger Zeit. Ist auch nicht mehr ganz so stark. Ja, na, crap. Mistress of Fims. Ist okay, ist eine gute Heilerin. Es gibt aber halt besser. Wenn man noch keinen richtigen Heiler hat, wie Apotheker, oder wenn man noch nicht den freien Champion bekommen hat durch das Einloggen, den Ork, kann sie das teilweise wettmachen. Aber spätestens so Ende Midgame ist sie halt auch nicht mehr zu gebrauchen. Gehen wir die nächsten 10 an. Ja, sehr blau alles. Doompriest. Direkt die nächste Runde, direkt ein Dupe. Aber die kann ich dann halt als Buch verwenden, ist ja auch okay. Der andere Rest. Ja, nicht brauchbar. Ja, es kommt natürlich immer auf den Account an. Wenn das ein Starter-Account ist und du kriegst zum Beispiel einen Avir, der ist okay. Gerade für die Zwergenfraktion, die sowieso nicht ganz so stark besetzt ist. Ist das auf jeden Fall jemand, der bis Level 40, Level 50 gelevelt werden kann, mit ein bisschen ordentlichen Gear? Kann man den auch bis Stage 20 mitnehmen? Absolut kein Problem. Aber auch jetzt nach und nach kommen starke Champions in der Zwergenfraktion rein. Der ist bei mir halt auch im Moment nur ein Lückenfüller, bis ich halt mal einen gescheiten Zwerg bekomme, weil mir fehlt halt noch ein Spot und den belegt er gerade. Er ist okay. Gravechill Killer. In der Kombi mit Benji, also mit der eiskalten oder Frozen Benji, super Tag Team, egal ob es in Dungeons ist oder ob es beim Clan Boss ist. Für sich alleine ist der Champion eher so meh.
ihre größte Stärke ist halt, wenn sie halt mit jemandem zusammenspielt, der sowohl Gift als auch, oder eigentlich der Gift austeilt, weil sie den Sensitivs-Buff benötigt, um noch mehr Schaden zu machen. Wie gesagt, sie ist okay, gibt halt selber Poison, also wenn man noch keinen Poisoner hat oder jemanden, der die Abwehr nicht runtersetzen kann, kann man sie durchaus einsetzen. Gerade im Clan-Boss ziemlich stark. Aber sobald man Frozen Benji hat oder einen Champion, der halt ja, mehr anbietet wie nur den Abwehr runtersetzen, vor allem den Schwachen, wird sie halt sehr, sehr schnell ersetzt. Let's check the next one. Ja, bleibt mal das eine aus der neuen, also von der. Nice! Absolut geiles Ding, freue ich mich. Komisch, also wie gesagt, sie ist halt jetzt nicht aus der Liste. Aber Duchess Lily, die ist absolute Bombe. Also, das ist ein absoluter Endgame-Champion. Sie kann halt alle anderen verschleiern, hat eine großartige Speed-Aura, heilt auch und kann auch wiederbeleben. Also das ist ein komplettes Paket, was sie anbietet. Absolut grandios, bin ich absolut happy drüber. Und Gobtok, als er rausgekommen ist, war er auch waren das Shards oder war das, ich glaube, es war eine Fusion, ne? Eine Fusion oder ein Shard Champion. Und absolut underrated. Also man hat ihn halt getestet, aber man hat halt kein Einsatzgebiet für ihn gesehen. Er hat ein bisschen einen Buff bekommen und er ist auf jeden Fall ein Supporter, der den Schaden des ganzen Teams erhöht, speziell für Hardhitter, indem er ihnen schadet. Das heißt, wenn du Gotob einsetzt, brauchst du auf jeden Fall jemanden, der den Schaden abfängt, der durch ihn entsteht, um das ganze Team zu buffen. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich wirklich mich um ihn kümmere. Aber ich bin auf jeden Fall froh. Ich werde ihn auf jeden Fall auf der Reservebank haben. Gerade bei Ogryn Tribes bin ich noch ein bisschen am Schwächeln, was meine Champions angeht. Von daher bin ich nicht unhappy. Aber das hier, Chuck Güzel, wie Benno sagen würde. Ja gut, ich denke nicht, dass da jetzt noch was passieren wird, weil ich denke mal, mein Mercy-System hat hier reingehauen. Das Mercy-System bedeutet halt, du hast halt 200 Draws, die in die Hose gehen können, bis du einen legendären ziehst. Und nach dem 200. ist der nächste Draw ein legendärer. Und deswegen denke ich, dass das in dem Fall mein Pity-System war. Ich meine, ich kann die anderen jetzt noch verballern für den Event, um dann noch ein paar Punkte zu holen. Vielleicht habe ich auch noch Glück. Viel wird da auf jeden Fall nicht mehr kommen. Was ich auch noch sagen wollte, also Blood Mask ist halt einer der neuen, sieht halt ziemlich geil aus und gerade die Shadowkin fehlen mir natürlich einige. Das ist, glaube ich, der zweite Rare oder der erste Rare, den ich aus der Fraktion habe. Ist aber nicht die Bombe. Also, wie gesagt, ist halt ein Lückenfüller, um ja, Champions in die Fraktion zu bringen. Wirst du definitiv schon am Anfang auch bessere haben. Bogwalker bei den Lizardmen, die auch mit schwachen Charakteren besetzt ist, ist auf jeden Fall immer eine Alternative, gerade für die Faction Wars. Also wenn man nicht so gute Lizardmen hat, kann der auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Und das gleiche auch bei Mother Superior, die halt eine gute Heilerin ist und ich glaube, sie schildet und kann auch jemanden aufheben. Lass mich nochmal eben gucken. Nein, heilt und schildert, aber hebt niemanden auf. Okay. Aber nichtsdestotrotz, Sacred Order hat halt ein sehr gutes Line-up. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist halt groß für die Faction Wars, dass man da schon was Besseres hat. Wenn man Apotheker hat, auch hier, Apotheker macht definitiv oder hat das bessere Kit. Nichtsdestotrotz ist sie ein starker Champion, wenn man keinen Heiler hat. Und man sollte eigentlich immer im Line-up jemanden haben, der halt so supportet wie sie, entweder mit Schilden oder Heilung. Sie kann halt beides nicht so richtig gut,
Aber nichtsdestotrotz, wenn man sowas nicht in seinem Line-Up hat, ist sie definitiv eine Hilfe. Von daher auch nicht zu unterschätzen. Aber mir geht immer noch einer ab bei Duchess. Weißt du was? Verballern wir die letzten auch noch. Wo ist denn? Habe ich vorher auch noch nicht gehabt. Marksman, Dupe. Frozen Benji habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Besonders gut im Tag-Team halt Cold Heart, also mit der Cold Killerin. Aber sie hat definitiv das bessere Kit und auch im Endgame wird sie immer noch verwendet, vor allem beim Clan Boss, weil sie ein wirklich starker Poisoner ist. Vor allem, weil sie halt die Poison Sensitivity noch mit draufpacken kann, um Giftschaden zu erhöhen. Zum Beispiel kann man auch bei dem Void Clan Boss sie und einen anderen Poisoner zusammenpacken und sie verstärkt dann auch den Schaden des anderen Poisoners. Von daher Frozen Benji absolut grandioser Champion. Runic Warden genauso wie Alva, wenn man halt gerade bei den Zwergen nicht so ordentliche Charaktere hat oder Champions hat, bis Level 40 soll man den auf jeden Fall pushen. Man kann auch bis 50 gehen, aber nicht darüber hinaus, weil er auch eher ein Lückenfüller ist. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein HP-Champion. Und HP-Champions sind immer sehr wertvoll. Vor allem kann der halt auch Continuous Heal geben. Für alle Mitspieler, also für alle aus dem Team. Und von daher auf jeden Fall eine gute Alternative. Wie gesagt, irgendwann werdet ihr den dann ersetzen, aber bis Level 50 ihn zu leveln und dem ordentliches Gear zu verpassen, macht ihr definitiv nichts falsch mit. Alle anderen waren Crap, auch der Bär war scheiße. Hat zwar einen Buff bekommen, aber es ist trotzdem niemand, den man irgendwo einsetzen wird oder der einen großen Ort hat, wo man sagt, okay, da ist der besonders gut. Obere Reihe komplett Crap, Crap. Bogwalker habe ich vorhin schon mal was dazu gesagt. Chaplain, halt die Schwester von der Heilerin. Ist okay, aber eigentlich Food. Eigentlich Food. Ist eigentlich Crap. Er ist auch ein Neuer für mich. Ist definitiv bis zum Midgame top, top, top. Im Endgame auch auf jeden Fall nützlich. Kommt natürlich immer drauf an, was ihr schon für Champions habt. Das Problem bei ihm, Sleep ist halt, ja, eine gute Crowd Control. Aber Sleep kann halt entfernt werden. Sleep kann unterbrochen werden. Und Freeze ist zum Beispiel besser, genauso wie Stun. Von daher okayisch. Aber halt natürlich den großen Increased Death. Absolut top. Und zudem erhöht er halt die Buffs, beziehungsweise er entfernt die Bufflänge von jedem Gegner. Das heißt, dieser AOE, der die Buffs von den Gegnern runterholt, ist natürlich top und nicht viele Champions haben halt diesen Angriff. Dieser AOE macht auch ordentlich Schaden, dafür, dass er kein Schadenscharakter ist. Und ja, er ist halt nischenbedingt. Es kommt halt immer drauf ein, wo man ihn einsetzen will. Ich würde ihn jetzt zum Beispiel nicht beim Bossfight einsetzen, also beim Clan-Boss. Faction-Boss natürlich gut, wenn er die Buffs halt reduziert, beziehungsweise die Timer der Buffs in der Arena natürlich durchaus nützlich mit dem Sleep und dem Runterholen des Buffs. Aber da gibt es in meinen Augen definitiv bessere Champions. Nichtsdestotrotz ein toller Champion. Und ja, kommt halt immer auf den Account an. Ich denke, bis zum Midgame wird er hier definitiv Accounts pushen können. Ab dem Endgame, denke ich, gibt es definitiv bessere als ihn. So, ich glaube, dann haben wir unsere Charts alle verballert. Ne, 10 haben wir noch, aber keinen Platz. Machen wir nochmal eben Platz, machen dann auch noch die 10. Dann passt das auch. Ja, Lilith. Ja, bin ich happy drüber. Muss ich ehrlich sagen. Hätte ich nicht erwartet. Und wahrscheinlich war es eure Aura, die das Ganze möglich gemacht hat. Oder der Gedanke, dass ich das in einem Video verpacken will. Und ja, ich wünsche euch jetzt schon mal viel Erfolg, solltet ihr dieses Wochenende ziehen. Ihr müsst natürlich entscheiden,
geht ja auf den kommen auf die kommende Fusion, die halt jetzt, ich glaube, Ende nächster Woche starten werdet oder starten wird. Oder nutzt ihr diese Gelegenheit, von der man nicht weiß, wann sie so schnell wiederkommen wird, und nehmt die 2 für 1. Und wenn ich schon einen legendären bekommen kann, glaubtet mir, stehen die Chancen vor euch gut, dass ihr auch einen erhalten werdet. Und wie gesagt, jeder Legendäre gibt einen zusätzlichen dazu. Das heißt, es kann halt sein, dass ihr Glück habt und wirklich 4 Stück in zwei Zügen macht. Und das werdet ihr niemals anders in diesem Spiel erleben, wie jetzt bei so einer Aktion. Auch die letzten alle komplett crap. Easel, guter Starter-Champion. Wenn man noch, wie gesagt, gerade am Anfang vom Account steht und man hat sie nicht als Starter genommen, definitiv auch Bert bis Level 60 zu spielen. Starken AOE, starken Buff. Auf jeden Fall hält einiges aus, auch nützlich für den Clan-Boss, weil sie halt Weaken draufpackt. Von daher absolut gute Allrounderin. Allrounderin. Aber halt eher für, ja, Starter bzw. Midgame. Ich meine, klar, wenn man ihr natürlich Mörder-Gear verpasst, kann es ja auch im Endgame durchaus nützlich sein. Aber ich denke mal, spätestens so Mitte, Midgame, werdet oder solltet ihr eigentlich schon ordentliche Champions gezogen haben, die sie dann ersetzen. Alle anderen, würde ich sagen, sind einfach Crap. Gormask ist auch noch okay. Aber gerade auch die Orks-Fraktion ist halt so stark, dass ihr da schnell Champions bekommen werdet, ja, die halt besser sind. Ja, ich habe meine Shards verballert. Mehr werde ich jetzt auch nicht tun. Wie gesagt, die Void Champions, die halt hier drin sind, die interessieren mich nicht oder habe ich halt schon teilweise. Und die werde ich mir aufbewahren, wenn ich weiß, dass mein Pity-System wieder anschlagen muss. Also wenn ich fast wieder 200 gezogen habe, ohne legendär zu werden. Und ja, ich bin happy. Ich habe einen Top-Champion gezogen. Bin ich super happy drüber. Auch den Gratis-Champion, den ich bekommen habe, finde ich grandios. Aber das toppt natürlich alles. Und ich danke für eure Zeit, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr freut euch für mich mit, für diesen großartigen Champion. Und ich drücke euch die Daumen, solltet ihr eure Shards ziehen. Ja, schreibt es mir in die Kommentare, welche ihr gezogen habt. Habt ihr Pech gehabt? Und ab wie viel Shards habt ihr euren Legendären bekommen? Ich hätte nicht erwartet, dass das ja schon beim dritten oder beim vierten Zug geklappt hat, nachdem ich halt Hades Video gesehen habe. Auf jeden Fall, das soll es auch an meiner Stelle gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Haut da rein und ciao.